Gut, die Botschaft. Sie und Prozent der anderen Spieler haben diese Wege genommen. Wir haben die Mission abgeschlossen. Da immerhin 98%. War anscheinend nicht so schwer. 48% haben die Mission abgeschlossen durch Besitz ergreifen. Und es gibt noch einen anderen gespielten Weg, den wir nicht gespielt haben. 56% Kontrollraumwache alarmiert. Das war doof. Das hätte ich verhindern und vermeiden können. Und dann gibt es noch einen unentdeckten Weg. Schade, man kann es nicht nochmal spielen. Also kann es schon, aber nicht jetzt wiederholen, dass man sagt, wir wiederholen die Mission. Ne? So, und wir sind jetzt bei die Botschaft. Oder? Oder die Party? Die Party, ne? Nee, die Party sind wir. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jodie, du bettelst doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Oh, das Geschenk musst du mitnehmen. Na, ich weiß ja nicht. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird dir gefallen. Aha. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Um 5? Wirklich um 5? Okay. Aiden können wir gerade nicht rufen, nur mal so. Hey, Jodie, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jodie, nicht so schüchtern. Hey, Jodie, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Na super. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Es wird dir gefallen. Komm, was immer du willst. Wurde auch Zeit, dass ich was Sie fühlt finde. Sich nicht wohl in den Klamotten. Hey Leute, das ist Jodie. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen, nein. So ein Zeug? Nein. Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jodie, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Die Musik? Oh Gott, ich hab doch gar keine Ahnung. Aber sie fühlt sich nicht wohl in dem Outfit, oder? Oh. Musik. Ja, Musik. So, da steht, da drüben ist die Musik. Ich kümmere mich. Aufstehen, Country, Pop, Rock. Natürlich Pop. Disco. Rock. Okay, ich glaube, das bleibt bei Disco. Was für ein Gedudel ist das denn? Rück mal. Was ist denn du los? Was Angesagtes auf. Was denn? Was Richtiges für eine Party. Aha. Was ist das denn? Das ist ja Krach. Guck mal, wie es hier abgeht. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jodie, du auch eins? Nein. Nein, danke. Ist nicht mein Ding. Du verpasst echt eine Menge Spaß. Nach 3 oder 4 Bier, da sieht die Welt völlig anders aus. Ist, glaube ich, nicht gut. Kontrollverlust und so.
Nein, ich nehme kein Bier. Ich tanze noch ein bisschen. Was? Nee, wird nicht gestoppt. Okay, stoppen wir mal langsam. Was ist das hier? Achso, zum Hinsetzen. Hi. Hi. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Kontaktfreudig? Ach komm. Ich bin da in so einem Programm. Mit eigenem Lehrer. Das ist ziemlich öde. Da sind sonst kaum Leute in meinem Alter. Ich glaube, ich habe mich wohl daran gewöhnt. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Ja. Ja. Ja, wir arbeiten im selben Labor. Sie dachte, es wäre gut für mich, wenn ich mehr Zeit mit Gleichaltrigen verbringe, also. Und hier bin ich. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Ich habe keine Ahnung. Sagen wir mal Wahrheit. Auf der Basis. Ich war immer dort, ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann und ich spiele in einer Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Das klingt jetzt sicher langweilig, aber ich lese sehr viel und ich mag Sport. Ich meine, ich darf nicht aus der Basis, also das schränkt es etwas ein. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Ich rede nicht gern darüber. Sorry, Mann, ich bin blöd. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt Nein. oder so. Huh. Nein, ist okay. Okay. Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Na klar. Gern. Wir suchen ja Kontakt, ne? Aber man kennt ja die Jugend, ne? Also die jugendlichen Kerle-Typen. Die meisten, viele. Die Uhr. So typisch 90er. Hast du? Bestimmt hast du das ständig, aber ist echt hübsch, weißt du? Sagst du das eigentlich zu allen Mädchen? Das ist nicht wie die anderen, ich meine. Da ist was wirklich Besonderes an dir. Das kannst du wohl laut sagen. Na, 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 Finger weg. Ich sag doch. Ich glaube, ich nehme mal lieber. Genau. Ah. Nein! Mist! Ich wollte B drücken. Nein! Man darf sich hier keine Zeit lassen bei dem Spiel. Oh oh. I got too much time to waste. I got to the final straw.
Das ist voll weggedreht gerade. Leute, warum gibt Jody uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Oh, oh. Nein. Klasse Idee. Das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jody. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jody. Dann zeig doch mal was. Ablehnen. Nein, Ich kann euch gar nichts zeigen. Ich hab's doch gesagt. Alles Blödsinn. Gut, okay, Leute. Zeit für den leckeren Kuchen. Und, ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Die wird gleich total happy über das Geschenk sein. Obwohl, der Kuchen hat Zeit. Ich mach erst Geschenke auf. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Oh, das geht nach hinten los. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Oh, oh, oh. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja, und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh, und eine Nutte dazu? Was? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Macht sie euch! Ey, was ist denn hier los? Nein! Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit, bring uns deine mächtige Magie. Oh. Bitte, lass mich das raus. Ich schon, als sie vorhin reinkam. Bitte, lass mich raus. Sind das arschige Kids? Kuchen? Bitte, ich ja, so viel Action macht einen wirklich bitte, hungrig. Lass mich raus. Ja, machen wir endlich Party. Alter. Wie Harry Potter und dann der Treppe hier. Hol mich hier raus. Bitte. Oh oh. Ich kann nichts machen. Nichts tun. Er macht nichts. Geht der Controller noch? Ja, der geht noch. Ich kann echt nichts tun. Ach doch, ich habe die falsche Taste gedrückt. Eieieiei. Hol mich hier raus. Bitte. Rache oder nicht? Ich glaube, Rache ist Kacke, oder? Ich meine, die hätten keine Chance.
Nee, kann ich nicht tun. Ey, komm ich nicht mehr zurück doch. Puh. Na, Schimpanski. Also, nee, Rache. Ja, ich komme. Ich komm doch. Einfach raus. Wir machen nichts. Gehen. Einfach nur gehen. Wir machen nichts. Ich habe sonst Sorge, dass da zu viele Leute liegen bleiben. Und es fällt nur negativ auf uns zurück. Und Rache ist niemals gut. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen konnte. Nicht betrunken, okay. Ich wollte ihn nicht küssen. Ich könnte mich echt, ja. Haus früh verlassen. 24%. Früh verlassen. Achso, ich hätte sie vielleicht noch einschüchtern können. Aber die hätten nur Scheiße erzählt. Und die wären alle im Recht gewesen. Also in Gänsefüßchen im Recht. Und hätte ihnen eher geglaubt, weil die waren zu viel. Ja. Unentdeckter Weg, Kräfte verheimlicht. Es muss keiner wissen, was wir können. Aber hätte man die anderen Sachen mit freischalten können? Ich weiß gar nicht. Hätte man das vorher erkunden können? Indem wir vielleicht irgendwie ein Geheimnis hätten aufdecken können. Gar nicht von wegen Gewalt anwenden, sondern wir hätten dann vielleicht festgestellt, was sie für ein Geheimnis im Zimmer zu liegen hat oder so. Ah, ärgerlich. Mal gucken. Schauen wir weiter. Erste Besprechung. Okay. Lass das, Aiden. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf. Okay, was habe ich denn? Für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Wer denn? Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Das ist unsere Mutter. Ich kann jetzt aber nichts weiter machen. Jody, er wartet auf dich. Oder warte mal, ich guck erstmal. Wir müssen ja nichts machen, aber vielleicht können wir ja was sehen. Nathan Dawkins, National Defense Laboratory. Okay. The Haunted Orphanage. Possession and Hysteria. Welcher Spoiler mit den Höhen und Tiefen? Da ist doch gar nichts. Und der Fuß beste Rolle? Das ist doch auch kein Spoiler. Das kann man doch bewerten, wie man möchte. Partial Lobe, Frontal Lobe. Mhm. Psychic Energy. Create a mathematical made constant with conservation op energy. Können wir mit ihm irgendwas machen? Nee. Nein. Wir können gar nichts tun gerade. Wir konnten. Aber da ist ein Punkt da hinten. Ich komme aber da nicht hin. Aber hier komme ich hin. Was ist denn da? Ah! Na. Okay. Ach, weiterkommen. Guck mal, das ist sogar die Halle, wo wir vorhin durchgelaufen sind. Aber wir können nicht weiter weg. Das heißt, als sie noch so jung war, war die Bindung wahrscheinlich noch nicht so doll oder was auch immer, sodass wir als Aiden nicht so weit weg konnten. Okay, wir stehen jetzt erstmal auf.
Hallo, Judy. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Wollen wir? Ich weiß es gar nicht. Oh, warte mal, da oben. Doktor der Physik. Doktor Psychologie. Wir schauen uns erstmal alles hier an. Wer weiß, was wir hier alles entdecken? Falls wir was entdecken. Ne, kommt der durch? Tatsache. Der Effekt ist auch cool. Halt. So. Gefällt sie dir? Du kannst sie behalten, wenn du willst. Da ist ein Buch, warte mal. Ziemlich trocken, die Bücher. Ehrlich gesagt, gelesen habe ich die auch nicht alle. Was ist mit dir? Liest du gern? Alpha-Wellen. Du kannst dich setzen, wenn du willst. Ja, gleich. Ich finde bei solchen Spielen, besonders bei Quantic Dreams, dass die sehr gute Kameraperspektiven haben. Also bei The Witcher und Co. war es ähnlich. Oder was heißt ähnlich? Also das zeichnet sich unter anderem auch aus, der Blick der... Ja, wer ist dafür eigentlich zuständig, ja? Die Szenen und Zwischensequenzen und so weiter machen, aus welcher Perspektive das alles eingefangen wird. Ich möchte erstmal das Bild hier sehen. Oh nee, hier, die Wand möchte ich sehen. Das ist ein Foto von einer paranormalen Ereignisstudie. Dieser Tisch wanderte 5 mm in 3 Tagen von ganz allein. Wir haben das gefilmt und spielten das schnell ab, so sahen wir die Bewegung. Interessant, hä? Das ist meine Frau Helen mit meiner Tochter Laura. Meine Tochter ist fast so alt wie du. So, ich glaube, ich sollte mich hinsetzen. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jody? Weiß nicht. Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Ach komm. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Das weiß ich nicht. Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Nee. Weiß ich nicht. Kannst du ihn für mich malen? Ja. Wir haben es ja schon mal gemalt. Falls wir uns daran erinnern, ganz am Anfang der ersten Szene, da war er gemalt an der Tafel. Ich glaube, so weit ist er noch nicht zu fragen, ob er hier im Raum ist. Stört's dich, wenn ich's ansehe?
Also, dieses Ding ist ein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Kannst du ihn bitten, was zu machen? Komm, wir machen's. Was machen wir denn Hübsches? Was ist da drin? Videokassetten, ne? Ja, beziehungsweise Kassetten im Allgemeinen. Ja, ich muss noch ein bisschen warten. Ich suche ein vernünftiges Objekt. Guck mal, da, das Buch ist nicht richtig reingestellt. Der Computer. Entschuldigung, ich wollte nicht anditschen. Oder wir erschrecken ihn von hinten. Was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Oh, das ist ein Safe. Ich bin drin. Ich werde das Buch nehmen, falls es das Buch ist hier. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag Aiden nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Das waren die Monster. Monster.